Hey Neon Online, so cool, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Gottesdienst hier auf YouTube, Instagram, wo auch immer ihr gerade zuschaut. Sehr, sehr cool, dass ihr am Start seid. Wir sind Marie und Lukas und wir freuen uns, dass wir heute zu euch reden können. Ja, es ist richtig cool. Wir lieben euch, wir feiern euch und haben echt die letzten Neon Online Nights angeschaut und angefeuert, haben es richtig genossen. Die lustigen Spiele, aber auch die starken Inputs ist richtig, richtig gut. Ja, ey, ich glaube, wir können ja ein bisschen was zu uns sagen. Wir sind seit fast einem Jahr verheiratet. Genau, und eine Sache, die uns, glaube ich, echt auszeichnet, für die wir wahrscheinlich schon berühmt sind auf Instagram, naja, keine Ahnung, vielleicht auch nicht, ist, dass wir Städtereisen lieben. Also wir waren auch gerade am Anfang der Woche in Basel unterwegs, direkt am 15.06., als die Grenzen aufgemacht haben und sind durch die Stadt gelaufen, haben es geliebt, die Stadt auszukundschaften, die ganzen Gassen zu entdecken, in irgendwelchen Concept Stores unterwegs zu sein und einfach darüber zu staunen, wie schön Städte sind. Das ist so einer unserer Favorites, was wir als Paar gerne machen und ja auch schon echt viel gemacht haben. Ich glaube, da sind nicht mehr so viele Städte in Deutschland übrig. Und was wir da besonders dran lieben, ist es, die App TripAdvisor damit dabei zu haben. Ich liebe es vorher, mir Gedanken zu machen, wo wir hingehen können, die besten Fotolocations rauszusuchen, damit wir besonders gut aussehen auf den Bildern, die dann bei Insta hochkommen. Und einfach auch nachdem wir in einem Café oder Restaurant waren, eine Rezension zu schreiben. Und eins unserer Spezialitäten ist es, Cafés rauszusuchen, die noch keine oder wenige Einträge bei TripAdvisor zu machen. Nicht nur, weil man dann mehr Punkte bekommt von TripAdvisor, sondern weil wir uns einfach wünschen, dass diese schönen Orte richtig coole Bilder bei TripAdvisor haben. Und das machen wir echt richtig, richtig gerne. Und du kannst uns ja mal gucken, ob du uns findest bei TripAdvisor. Ja, und das ist irgendwie so auch eine Sache, die wir da gerne machen. Wir lieben es, Neues auszuprobieren, irgendwie Neues zu entdecken. Sei es eine neue Stadt, ein neues Café, ein neues Restaurant oder irgendeinen coolen Secondhand-Laden. Wir lieben es einfach, neue Dinge zu erkunden, zu entdecken und irgendwie dadurch unsere Weltsicht, unsere Sicht auf Deutschland zu vergrößern und zu erweitern. Genau, und wir haben uns gedacht, heute in der Predigt wollen wir etwas von unserem Herzen teilen. So wie so ein TripAdvisor, eine Rezension aus dem, was wir erlebt haben, damit du daran teilhaben kannst. Weil wir wirklich glauben, dass Zeugnisse und Dinge, die wir mit Gott erleben, einen Unterschied machen. Und deswegen sind wir hier. Hey, hör gut zu. Wir wollen von unserem Herzen teilen, was Gott gerade in unserem Leben tut. Yes. Ohren auf, Herz auf. Denn hier kommt das Prinzip des Tages. Und das Prinzip des Tages, das wir dir heute richtig gerne mitgeben wollen, heißt folgendes. Das Prinzip der Kundschafter. Kundschafter, das ist so was Gängiges, was wir aus dem Mittelalter kennen. Wir kennen es von den Römern. Wir kennen es aber auch aus der Bibel. Und zwar aus dem Buch Josua. Direkt am Anfang Josua 2. Mose ist gerade gestorben. Ja? Ihr befindet euch ja gerade als Kirche in einer spannenden Predigtserie über Mose. Kleiner Spoiler, der Mann stirbt eines Tages. Passiert, ne? Genau, also... Und ich steige jetzt ganz kurz in diese Story ein, über die wir heute sprechen wollen und an der wir auch ein bisschen erkennen können, was das Prinzip der Kundschafter bedeutet. Ja. Josua 2. Das Volk ist 40 Jahre lang durch die Wüste gelaufen, mit diesem Versprechen vor Augen, dass sie eines Tages im Land Kanaan leben dürfen, dass sie das Land ihr eigen nennen dürfen. Und sie sind 40 Jahre durch die Wüste gewandert, immer mit diesem Ziel vor Augen. Und jetzt in Josua Kapitel 2 ist Josua der neue Anführer des Volkes und sie stehen an der Landesgrenze. Das ganze Volk, ja, Millionen von Menschen stehen an der Landesgrenze ready, um das Land einzunehmen. Und was Josua befiehlt, ist Folgendes. Er schnappt sich zwei Männer aus dem Volk und sagt, ihr beiden, ihr seid Kundschafter für uns. Ihr werdet jetzt das Land auskundschaften, das vor uns liegt. Es gibt eine riesige Stadt, die heißt Jericho und ganz, ganz viel Land drumherum. Und ich will gerne, dass ihr loszieht und auskundschaftet, was dieses Land zu bieten hat. Die Männer sind unterwegs, 1, 2, 3, 4 Tage, sind in Jericho unterwegs, erleben krasse Stories und sehen so, was das Land zu bieten hat, wie dick die Stadtmauern sind und was die Leute da anbauen an Wein und an Essiggurken und, keine Ahnung, Jufka-Bäume oder so. Und nach diesen paar Tagen, wo sie unterwegs waren und das Land ausgekundschaftet haben, kommen sie wieder zurück ins Lager der Israeliten, wo alle schon brennend darauf warten, was sie zu berichten haben. Und erzählen den Israeliten, erzählen dem Volk und Josua, was
vor ihnen liegt. Mhm. Und was dabei passiert, ist Folgendes. Das Volk hatte bisher die Sicht von Kanaan, die ungefähr so groß war. Ja, ein bisschen was wussten sie von dem Land. Ja, vor ein paar Jahren waren schon mal Kundschafter in dem Land und haben ein bisschen von diesem Land berichtet. Und naja, sie hatten eine Ahnung, sie hatten eine Hoffnung, sie wussten, es war ein tolles Land, was auf sie wartet, aber mehr wussten sie nicht. Und was diese Kundschafter durch ihren Bericht machten, war Folgendes. Sie klappten die Landkarte der Israeliten auf und fügten mehr und mehr Seiten zu der Landkarte hinzu und sagten, guck mal, hey, hier sind gerade wir, hier ist Jericho, da sind die Stadtmauern so und so, hier ist fruchtbares Land, da kann man super Ackerbau betreiben und da ist das und hier ist noch eine Stadt und hier ist noch eine Stadt. Und sie haben die Weltsicht der Israeliten verändert und vergrößert und gleichzeitig dadurch möglich gemacht, dass die Israeliten das Land einnehmen konnten. Und das ist das Prinzip der Kundschafter. Wenn man ein neues Land einnehmen will, dann brauchst du Menschen, die bereit sind, in diesem Land unterwegs zu sein, um anderen Menschen davon zu berichten, damit dessen Karte des Lebens, der Erfahrung größer und größer wird. Hey, und wir hatten vor einer Weile eine richtig, richtig coole Begegnung, wo wir gemerkt haben, hey, wir brauchen in unserem Leben echte Kundschafter. Weil meine Glaubenskarte, meine Erlebnisse mit Gott sind oft viel zu klein gesteckt von dem, was eigentlich möglich ist. Mhm. Wir wurden eingeladen von einer älteren Dame, sie ist 74 Jahre alt und sie kam relativ spät eigentlich erst zum Glauben und durfte schon solche coolen Geschichten erleben. Mhm. Und wir saßen da beim Frühstück und wir konnten einfach nur staunen. Und sie weckte einfach so einen großen Hunger, dass wir sagen, hey, wir klappen unsere Karte nochmal weiter auf. Mhm. Weil ihre Geschichten uns gezeigt haben, hey, da ist noch so viel mehr. Diese Frau war für 10 Jahre angestellt in einer Firma als Beterin und Seelsorgerin. Zu ihr durften Leute kommen aus dem Betrieb und zu sagen, hey, kannst du für mich beten für dieses Anliegen. Und ich meine, wenn du 10 Jahre lang betest und du bist 40 voll. Stunden in der Woche angestellt, um für Leute zu beten, ja, da würde ich sagen, okay, krass, die Frau hat schon alles, was man im Gebetsleben so erleben kann, durchlebt. Und nein, sie saß bei diesem Frühstück und hat uns gesagt, hey Marie, hey Lukas, da ist noch so viel mehr, was ich einfach erleben will, wenn ich Zeit mit Gott verbringe. Sie hat ihre Karte irgendwie aufgemacht und gesagt, hey, ich weiß, dass da noch mehr auf der Karte zu sehen ist. Und ich weiß, dass ich noch eine tiefere Beziehung zu Gott haben kann und die Liebe Gottes viel größer ist als das, was ich erlebt habe. Und wir sind nachher nach Hause gefahren und haben echt gesagt, hey, wir brauchen für unser Leben Kundschafter, die uns neue Koordinaten auf unserer Karte einzeichnen und sagen, hey, mach dich auf, wecke deinen Hunger und begib dich auf die Reise. Mach einen Journey in eine Richtung und expand the land. Weil Gott hat uns nicht nur so einen kleinen Bereich gegeben und sagt, hey, das ist cool und das reicht für dich. Nein, da ist noch so viel mehr. Und wir werden von Orten hören, wenn wir mit Menschen reden, die uns einfach teilen und erzählen, was Gott gerade in ihrem Leben tut und wo sie schon vielleicht durch Krisen gegangen sind, weil sie uns vielleicht sogar Schritte voraus sind. Und wir können so, so viel lernen. Wir glauben wirklich, dass wir Kundschafter brauchen, die uns einfach helfen, uns nach etwas auszustrecken, was wir vielleicht noch gar nicht so kennen. Ja, voll. Hey, wenn du in deinem Glaubensleben wachsen willst, wenn du in deiner Berufung leben möchtest, wenn du Jesus nachfolgen willst oder ihn vielleicht auch erstmal kennenlernen möchtest, dann brauchst du Kundschafter. Voll. Und das ist der erste Punkt, was wir lernen dürfen im Prinzip der Kundschafter, ist, du brauchst Kundschafter. Wenn du nach vorne gehen willst, hey, wenn du ein neues Land einnehmen willst, dann brauchst du Kundschafter. Und es ist auch ein Prinzip, was wir beim Apostel Paulus im Epheserbrief finden. Der ganze Epheserbrief dreht sich die ganze Zeit darum, wie stark Gemeinde ist, dass wir Gemeinde brauchen, dass wir unseren Glauben nicht alleine leben können, sondern in der Gemeinschaft mit anderen erleben müssen, weil wir nur gemeinsam wachsen können. Und in diesem Epheserbrief, Epheser Kapitel 3, die Verse 18 und 19, da sagt Paulus Folgendes. Und er sagt, hey, liebe Freunde, wenn ihr in der Liebe verwurzelt seid, wenn ihr als Gemeinde lebt, wenn ihr euren Glauben teilt, wenn ihr ja von dem weitererzählt, was ihr mit Gott erlebt habt, dann werdet ihr in der Lage sein, die gesamte Länge, die gesamte Breite, die gesamte Höhe und die gesamte Tiefe der Liebe Gottes zu erfassen. Come on. Nicht, wenn du alleine in deinem Kämmerchen sitzt und die Bibel liest und vielleicht ein bisschen betest, wirst du die gesamte Dimension der Liebe Gottes erfahren. Sondern wenn du anfängst, Menschen danach zu fragen, was sie mit Gott erlebt haben. Wenn du anfängst, danach zu suchen, was andere Menschen mit Gott vielleicht erfahren haben,
wenn die Gemeinschaft zusammenkommt und sich gegenseitig anspornt, sich gegenseitig erzählt, was Gott in ihrem Leben getan hat, dann werden wir alle gemeinsam die Dimension der Liebe Gottes in ihrer Länge, in ihrer Breite, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe erfassen. Und das wünschen wir uns so sehr für dich, das wünschen wir uns so sehr für euch, hey, dass ihr euch auf die Suche macht nach dem Land, das noch möglich ist. Ja. Und dafür brauchst du Kundschaft, dafür brauchst du Menschen, denen du vielleicht regelmäßig Fragen stellst und die du begleitest. Mhm. Und eine Sache, die mich echt geprägt und verändert hat, war eine Freundschaft, die vor ungefähr einem Jahr begonnen hat. Ja. Wir waren damals in Hamburg für ein Praktikum und durften ein paar coole Leute da kennenlernen. Und eine dieser Leute ist Björn. Servus Björn, wenn du zuschaust. Sehr, sehr nice. Ey, du hast mich wirklich inspiriert und ich durfte viel von dir lernen. Vielen Dank dir. Genau, und ich habe ihn kennengelernt und wir waren ein paar Mal unterwegs, spazieren, quatschen, Kaffee trinken. Und eine Frage, die er mir häufig gestellt hat, war, hey Lukas, was spricht Gott gerade? Was spricht Gott gerade? Und er hatte einen Hunger und einen Durst danach, einfach zu erfahren, was Gott gerade in meinem Leben tut. Sei es, dass er mich irgendwie beim Bibellesen herausfordert, sei es, dass er wirklich gesprochen hat, ganz konkret, sei es, dass er mich auf irgendwas aufmerksam gemacht hat. Und das hat mich so gechallenged, weil ich von diesem Wissenshunger begeistert war, den Björn hatte. Und gleichzeitig war ich bei jedem Gespräch herausgefordert, zu überlegen, hey, stimmt, was tut Gott eigentlich gerade in meinem Leben? Und ich glaube, dass diese kleine Frage echt ein Gamechanger für dich sein kann. Diese kleine Frage, die du unterschiedlichen Menschen stellst, hey, was hast du mit Gott erlebt in der letzten Woche, in den letzten 10, in den letzten 20 Jahren? Ich glaube, dass es ein Gamechanger ist, weil es so ein kundschafter Moment ist, wo andere Menschen uns von ihrer Begegnung, von ihrer Erfahrung mit Gott erzählen und dadurch unser Bild von Gott größer wird und dadurch die Sehnsucht und der Hunger steigt, was Ähnliches zu erleben. Und ich glaube, es wäre ein cooler Apply, es wäre eine coole Anwendung dieser Predigt, dieses Talks, wenn du anfängst, in deiner Woche Menschen zu fragen, hey, was hast du mit Gott erlebt? Wie ist Gott dir vielleicht begegnet? Was spricht Gott gerade? Was erlebst du mit ihm? Mhm. Wie wäre es, wenn du anfängst, jede Woche 2, 3 Menschen zu fragen, was gerade bei ihnen abgeht? Mhm. Und dann davon lernen und wirklich die Karte, die Landkarte des Lebens mit Gott, sich erweitern zu lassen durch das, was andere Menschen von dem erzählen, was sie mit ihm erleben. So, so gut. Und ich glaube, dass wir nicht nur Kundschaft in unserem Leben brauchen, so wie wir gegenseitig Kundschafter füreinander sind oder unsere engsten Freunde, sondern ich glaube auch, dass wir Kundschafter sind. Preach. Du und ich, wir sind Kundschafter und ich glaube in der jetzigen Zeit noch viel mehr als vielleicht vorher, weil wir Plattformen haben und Leute Fragen haben, was unser Leben gerade trägt. Und ich darf gerade etwas richtig Cooles erleben, was mich immer wieder staunen lässt. Und ich bin so froh, dass ich darüber einfach auch nicht klarkomme. und zwar haben wir angefangen, ich glaube... Ist wirklich wahr, Marie kommt wirklich nicht drauf klar. Ich komme wirklich nicht drauf klar. Also ich glaube, alle 2 Tage ist Marie am Ausrasten darüber, checkt es nicht und feiert es total. Über die Dinge, die gerade bei ihr passieren. Weil es ist so cool, wir werden bald nach Peine ziehen und dort einfach eine Gemeinde übernehmen und darauf freuen wir uns. Und wir haben eine Leidenschaft für Peine und ich besonders, weil ich dort herkomme, es ist meine Heimatstadt. Und ich habe da eine Freundin, mit der habe ich Abitur gemacht, vor 6 Jahren. Wir sind schon ein bisschen älter, wenn ich so aussehe. Und genau für die haben wir angefangen zu beten, weil wir an Heiligabend in Peine gepredigt haben und wir haben sie eingeladen. Und eine dieser Freundinnen hat mich jetzt im März, glaube ich, angeschrieben und gesagt, hey Marie, an Weihnachten habt ihr so glaubensvoll einfach von eurem Glauben erzählt und was Jesus für euch ist. Und ich habe mich auf die Suche begeben. Ich habe ein paar Vorlesungen freiwillig belegt, um mich einfach mit Glauben zu beschäftigen. Hey, kannst du mir nicht einfach erzählen, was du mit Gott erlebst und wie du zum Glauben kamst? Und es war für mich so shocking news. Ich bin erstmal zu Lukas gegangen und war so, oh my gosh, sie hat mir einfach geschrieben. Und er war so, ja, hey, du hast ja auch die ganze Zeit dafür gebetet und dafür geglaubt. Und ich war dann so, oh my gosh, aber sie hat mir doch geschrieben. Und es war einfach so verrückt, weil ich einfach merken durfte, wie das, was mein Leben irgendwie auszeichnet oder von dem ich erzähle, da darf ich echt eine Botschaft sein, eine Stimme sein für Menschen, die in meinem Leben stehen. Und gerade für sie bin ich eine Kundschafterin, weil sie mich auch immer wieder fragt, hey Marie, wie hast du Gott erlebt oder wie hörst du seine Stimme? Und ich darf ihr so in einfachen Schritten einfach weitergeben, was ich schon erlebt habe. Und es ist genauso wie mit dieser Karte. Hey, meine Freundin hat ihre Karte aufgeklappt und sie liest gerade die Bibel.
und entdeckt viele Sachen, weil sie auch schon im Alten Testament liest und im Neuen Testament und sich echt eifrig aufmacht. Und sie kennt schon so einige Sachen. Sie hat schon verstanden, hey, dass es im Glauben echt um die Liebe Gottes einfach geht, die für jeden Menschen da ist. Und jetzt durfte ich ihr letztens erzählen, warum ich mich taufen lassen habe. So, da musste ich erst mal überlegen, wie erzähle ich ihr das oder wo ich auch schon mal ein Wunder erlebt habe. Und ich durfte auf ihrer Karte eine weitere Seite aufklappen und sagen, hey, Gott wird es auch in deinem Leben tun und du kannst ihn erleben, weil er ist lebendig und er ist wahrhaftig und er ist treu und er hat uns so viel versprochen in seinem Wort und wir werden diese Dinge erleben und es ist so, als würde sich ihre Karte auf einmal weiten, weil ich einfach die Dinge, die Gott in meinem Leben tut, als ein Zeugnis gebrauche, womit sich echt das Land, was vor ihr war, echt sich vergrößert und vergrößert und vergrößert und sie weiß, hey, ich mache mich auf und sie sagt zu Gott, hey Gott, ich will auch Dinge erleben. Und das Coole bei der ganzen Geschichte ist, wir haben angefangen, ein Buch zu lesen, weil ich mir überlegt habe, okay, wie kann ich mit ihr über den Glauben reden? Und ich habe von diesem Buch hier gehört und ich habe es als einen so wahren Schatz erlebt. Hey, es ist eine super Buchempfehlung, die jetzt hier rausgeht an alle Leute, die zuschauen. Dieses Buch ist der Hammer für Leute, die sagen, hey, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ja. In diesem Buch fängt man schon von Anfang an, jeden Tag zu beten. Mhm. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und meine Freundin und ich, wir haben das zusammen gelesen. Und dieses Buch erklärt so gut den Glauben und macht einen Hunger darauf, Gott zu erleben. Ihr erster Satz am Telefon war, Marie, ich möchte wirklich und ich bete, dass Gott mir begegnet. Und Gott ist ihr so begegnet und Gott begegnet Menschen. Und in diesem Buch durften wir echt richtig vieles lernen und das kann ich echt nur empfehlen. Wenn du jemanden hast, wo du merkst, hey, der hat sich bei mir gemeldet oder der ist echt offen für den Glauben, mach doch den Vorschlag, dieses Buch zu lesen. Mhm. Man liest so gut und es hat mein Glauben nochmal viel hungriger gemacht, weil ich ihre Fragen einfach höre und ich darf mit ihr einfach teilen, was ich erlebe. Und dieses Buch hat uns herausgefordert, unsere Gott-Momente aufzuschreiben. Also saß ich da einmal ganz fleißig und habe überlegt, okay Gott, wo bist du mir am gestrigen Tag einfach begegnet? Und so konnten wir uns austauschen und ich erlebe Gott schon ganz anders als meine Freundin und das weckt echt einen Hunger in ihrem Leben und es kann Hunger in dem Leben von deinen Freunden und auch in deinem Leben wecken. Und wir haben uns echt dieses Bild mit der Karte so überlegt für euch. Wir wollen euch herausfordern, zum einen echte Kundschafter zu finden in deinem Umkreis, Menschen, mit denen du im Kontakt stehst, zu sagen, hey, erzähl doch mal, wie kamst du eigentlich zum Glauben oder wie erlebst du Gott gerade, damit du einfach hörst, wie sie ihre Beziehung zu Jesus leben und wie du halt auch deine eigene persönliche Glaubenskarte oder dein Glaubensjourney erweitern kannst. Und gleichzeitig wollen wir dich herausfordern, Freunde, wo du merkst, hey, die haben da eine Sehnsucht, für sie ein Kundschafter zu sein, von dir zu erzählen, was du mit Gott erlebst, um ihre Glaubenskarte, das, was sie vielleicht ja von Gott denken, zu erweitern, die Liebe Gottes, die sie vielleicht schon erlebt haben, dass er ihnen zuspricht, noch erweitern zu lassen, dass sie echt voller Sehnsucht zu Gott kommen können und mit ihm jederzeit reden können, damit sie die Karte von ihnen sich einfach immer weitermacht und immer größer wird. Hey, das ist unser Talk für dich, eine kleine Herausforderung für dich und besonders für die nächsten Tage. Hey, es ist wieder Crew-Time und du kannst in deiner Crew einfach mal die Frage stellen, hey, wie hast du Gott in der letzten Zeit erlebt? Yes. Vielleicht gestern oder letzte Woche. Stell oder die Frage, ey. Die Frage ist key, sag ich euch. Die Frage verändert und es baut so eine tiefe Connection zueinander, weil man auf einmal ganz persönliche Sachen teilt. Und gleichzeitig wollen wir dich ermutigen, hey, geh raus und sei ein richtig guter Kundschafter, der die gute Nachricht, die beste Botschaft ever verbreitet und von dem erzählt, was Gott tut und dass Gott erfahrbar ist, weil das wollen die Menschen dort draußen hören. Stark. Wir wollen zum Schluss noch beten und euch segnen und ich überlasse das mal dir. Yes. ganz kurz noch, hey, vielleicht hast du dieses Video gerade angeschaut und bist hier mit am Start und du kennst diesen Jesus noch gar nicht. Dann wollen wir gerne ein Kundschafter für dich sein. Yes. Unten in der Beschreibungsbox, da findest du den Link zum Instagram-Account und auch eine Mailadresse. Hey, wenn du Fragen zu Jesus hast, wenn du Fragen hast, wer ist dieser Jesus, was soll dieses Landkartending und kundschaftermäßig, hey, dann schreib uns doch gerne, wir würden es lieben, dir zu antworten, wir würden es lieben, dir von dem Jesus zu erzählen, der unser Leben verändert hat. Wir sind gerne Kundschafter für dich und würden dir gerne zeigen, wer Jesus ist und vor allem, warum er so wichtig für dich ist. Ja. Yes. Mach dir gerne davon Gebrauch, am besten gehst du direkt rüber, schreibst eine Mail und meldest dich bei uns.
Jesus, ich danke dir für diesen starken Talk und ich danke dir dafür, dass wir gegenseitig Kundschafter sein dürfen. Mhm. Danke, dass wir als Christen nicht irgendwie solo durch die Welt gehen und solo unseren Glauben leben, sondern ja, dass Christsein darauf aufgebaut ist, dass man sich gegenseitig ermutigt, dass man ja, sich gegenseitig von dem erzählt, was man mit dir erlebt hat und ja, sich gleichzeitig aber auch herausfordert, Herr. Mhm. Danke, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, Kundschafter zu sein, um anderen Menschen ja, einfach einen größeren Blick zu geben von dem, was du tun kannst und wer du bist, Jesus. Yes. Gott, ich bete darum, dass du einen Hunger in unser Herz schenkst, wirklich mehr von dir zu erfahren, mehr von dir zu erleben und ja, echt mehr von dir zu erkennen, Herr. Gott, wir beten darum, dass du jedem Einzelnen, der diesen Talk hier anschaut, Gott, dass du ihm Kundschafter ins Leben schickst, die ja, die Landkarte aufklappen und ein größeres Bild von dir zeichnen. Mhm. Und gleichzeitig bete ich darum, dass du uns Mut schenkst, Kundschafter zu sein ja. für dich, Herr. Amen. Gott, wir wollen Kundschafter der besten Botschaft der Welt sein, nämlich des Evangeliums. Es ist ein riesiges Privileg und wir danken dir dafür, Herr. Mhm. Oh Jesus, wir lieben dich. Ja. Wir danken dir für die Erlösung, wir danken dir fürs Kreuz und für die Gnade, die wir in dir haben, Jesus. Mhm. Wir sind so dankbar und voller Liebe für dich. Yes. In deinem Namen beten wir. Und alle sagen vor ihren Fernsehgeräten und vor ihren Handys und vor ihren Laptops, Amen. 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 Hey, nice, dass du bei der Neon Night mit am Start warst. Und wir hoffen sehr, dass das Prinzip der Kundschafter ja, dein Leben verändert und vor allem auch die Art und Weise, wie du mit Menschen sprichst, wie du dich inspirieren lässt und ja, wie du auch in deinem Glauben vorangehst. Du solltest auf gar keinen Fall verpassen, dich für den nächsten Sonntag anzumelden. Es ist wieder Gottesdienst hier im Haus. Sunday Service ist am Start. 2 Gottesdienste morgens und du solltest unbedingt mit dabei sein. Meine Frau und ich waren letzte Woche schon dort und haben es richtig genossen. Deswegen solltest du da unbedingt auch hin. Außerdem wartet nächste Woche Mittwoch wieder ein Video hier bei Neon Online auf dich, das du gerne zu Hause schauen kannst. Enjoy die Kommentare, das ist das Beste fast bei der Neon Online Night. Nach den Crews. Ja, Neon Crew geht in die nächste Runde in der kommenden Woche und wir hoffen, dass gerade diese Neon Online Night hier genug Gesprächsstoff bietet, die ihr dann in der Crew Time gemeinsam besprechen könnt. Falls du irgendwelche Fragen hast, dann findest du in den Beschreibungsding da unten drin alles Mögliche wie E-Mail-Adresse, Instagram-Account, keine Ahnung, Facebook-Seite, Faxgerätnummer, ist alles vorhanden. Schreib uns sehr gerne, wir würden uns freuen, deine Frage beantworten zu können. Und wir würden es lieben, mit dir zu connecten. Es gibt noch eine allerletzte Sache, die ich dir am Ende dieser Neon Night mitgeben will. Und zwar folgendes: Das erste Live-Event steht vor der Türe. Ich glaube, die Jungs und Mädels, die das planen, sind schon richtig heiß drauf, freuen sich. Da werden coole Sachen geboten werden und vor allem ist es auch die Chance, dass du dich hier mit deinen Freunden, mit deinen Buddies connecten kannst. Also, stay tuned, sei bereit für die Infos, die kommen und bleib connected. Geil! First sermon from the heart. Aha. Okay, wir sind fertig.